Ich lese aus dem Buch Schottis schönste Tiergeschichten die Geschichte des Postküken Ferdinand. Es war wieder soweit. Das Frühjahr zog ins Land und die Glucke war nicht vom Ei zu bringen. Ganze 3 Wochen lang hockte sie darauf herum, nur unterbrochen von kurzen Abstechern zu Würmern, Schnecken und Insekten im Vorhof des Hühnerstalls. Was da nicht alles im feuchten Gras kreuchte und fleuchte. Der Tisch war reichlich gedeckt und die Henne tat sich gütlich daran. Danach kehrte sie stracks wieder zu ihrem Nestchen zurück, hockte sich aufs warme Stroh und gluckte weiter. Nach 21 Tagen kündigte sich das Schlüpfen an. Ein Riss in der Eischale, danach knackte sie vollends auf und ein feuchtes, zittriges Vögelchen hockte im Nest. Noch aber wurde das Kleine von einem haarfeinen Häutchen der Eimembran umgeben, bis auch diese riss und das Neugeborene das Licht der Welt erblickte. Das Wunder des Lebens hatte sich von Neuem erfüllt. »Willkommen auf der Welt, mein kleiner Ferdinand«, flüsterte die Glucke ihrem Kleinen zu. Ungläubig sah Ferdinand in die kreisrunden Augen seiner Mami und rundum begrüßte das aufgeregte Gackern der Tanten den Neuankömmling. Ferdinand lag erschöpft da. Das lange Picken an der Eischale hatte ihm zugesetzt. Das Wichtigste war jetzt das wärmende Gefieder seiner Mami. Ferdinand musste trockengelegt werden. Danach erst sollte ihm ein flauschiges Pelzchen wachsen. Etwa 6 Wochen braucht es, um aus einem zittrigen Etwas ein respektables Federbällchen zu formen. Danach benötigte Ferdinand das mütterliche Öfchen nicht mehr. Er durfte aus dem Geburtsnest in den Hühnerstall übersiedeln und später ins Freigehege. Die Babyphase lag hinter ihm, eine sorglose Kindheit vor ihm. »Du bist wirklich das süßeste Fläuschchen, das die Welt je gesehen hat«, sagte seine Mami zu ihm, und Ferdinand plusterte sein dottergelbes Daunenkleid und präsentierte den Würmern und Schnecken sein prächtiges Gefieder. Ferdinand verbrachte eine sorglose Kindheit, bis ihn seine Mutter in die Grundschule einschrieb. Da saß er nun die Vormittage lang und paukte, was ein Küken eben pauken muss. Nest bauen, im Erdreich kratzen, bücken und Insekten aufspüren und, das vor allem, flattern. Wer glaubt, dass Hühner bloß Laufvögel sind, irrt. Hühner können fliegen. Manche bloß ein paar Meter weit, andere schaffen es sogar bis auf den nächsten Baum. Zugegeben, ein auf einem Ast sitzendes Hühnchen ist ein seltener Anblick. Aber je strenger die Grundschullehrerinnen, desto eher begreifen es die Kleinen. Ferdinand hatte Glück. Fräulein Henny war eine der besten Kükenlehrkräfte weit und breit. Jeder Schultag begann mit allgemeiner Flatterlehre. Die Kinder mussten sich in einer langen Reihe aufstellen. Das Fräulein schritt die Kompanie ab und alle mussten ihre Flugstummel so schnell bewegen, wie sie nur konnten. Ferdinand war der Geschickteste. Von allen. Er brummte los wie eine Humme. Manchmal konnte man seine Flügel gar nicht sehen. So schnell propellerten sie. »Du wirst bald fliegen können«, sagte Fräulein Henne dann zu ihm, und Ferdinand plusterte sich vor Stolz und wedelte nur noch flinker mit seinen Ärmchen, bis er sich eines Tages doch tatsächlich für kurze Zeit vom Boden löste. So kümmerlich seine Fortschritte in den anderen Grundschulfächern waren, im Flugunterricht war er der Klassenbeste.
Bald schon bekam er den Spitznamen Flattermann verpasst. Und dann war es soweit. Fräulein Henny war gerade dabei, ihren Schulküken, das Einmaleins der Schneckenlehre, in ihre Köpfchen zu trichtern, als Ferdinand in einem großen Bogen an der Tafel vorbeischwirrte. War das ein Aufsehen! Die Mitschüler klatschten wie verrückt und selbst der Lehrerin blieb der Schnabel offen. »Du bist eine Wucht, Ferdinand«, rief sie, und als der Kleine neben seinem Pult landete und so tat, als wäre der kurze Erkundungsflug quer durch den Klassenraum das Natürlichste auf der ganzen Welt, war dem Jubel keine Grenze gesetzt. Im Picken und Kratzen setzte es jeweils einen Tadel im Zeugnis. Im Flattern aber war Ferdinand unerreicht. So kam es, dass er den Grunddurchgang der ersten Klasse mit gutem Erfolg abschloss. Seine Mami war mehr als stolz auf ihren kleinen flauschigen Racker und mit Tränen vor Glück eröffnete sie ihm seine strahlende Zukunft. »Du wirst Postküken, mein Schatz. So einen wie dich suchen sie. Du wirst sehen, deine Freunde werden dich beneiden.« Gesagt, getan. Noch am selben Nachmittag heuerte Ferdinand bei der Hühnerpost an. Er bekam eine schicke Uniform verpasst, sowie eine Posttasche. In ihr wurden all die Briefe und Postkarten verstaut, die zum Austragen bereit waren. Jeden Morgen kam Ferdinand zur Poststation geflattert, legte seine Kappe und das Mäntelchen an und surrte los. Gewiss, die schwere Tasche behinderte ihn, denn ihr Gewicht beeinflusste die Flughöhe. Ferdinand aber ließ sich nicht entmutigen und flatterte eben ein wenig tiefer als erlaubt. Jeden Tag flog er dieselbe Route. Er schwirrte von Postkasten zu Postkasten, von Hühnerstall zu Hühnerstall, ließ sich durch die Luft gleiten, machte Bögen und Pirouetten und war seines jungen Lebens froh. Er zwitscherte wie ein Vögelchen und gackerte wie ein Hühnchen. Die Haushühner erfreuten sich Tag für Tag an seinem Flug und winkten ihm schon von Weitem begeistert zu. Das Postküken Ferdinand wurde zum Liebling der Gemeinde. Auch jene Hühner, die keine Briefsendung erwarteten, blickten sehnsüchtig in den Himmel hinauf, in der Hoffnung, dass er auch bei ihnen Station machen würde, um sie mit seiner guten Laune anzustecken. Der kleine Postbote war schon bald aus dem gesellschaftlichen Hühnerleben des Dorfes nicht mehr wegzudenken. Aber es sollte anders kommen. Manchmal spielt das Leben wirklich verrückt. Das Postwesen entwickelte sich rückläufig. Die Aufträge gingen zurück. Was war geschehen? Während Ferdinand mit seiner jugendlichen Unbeschwertheit dem schönen Beruf des Briefaustragens nachkam, verlor sich die Freude am Schreiben kleiner Grußnachrichten. Die Hühner wurden schreibfaul. In den Ställen und Gehegen griff die Handysucht um sich. Die Zeiten änderten sich. Statt fleißiger Postküken begannen digitale Botschaften durch die Luft zu flattern. Jedem Handy sein Handy, befand Ferdinands Mutter, zog die Stirne hoch und ihr Kamm wurde so runzelig wie der des alten Oberoffizials in der Postzentrale. Ferdinand nahm seine Posttasche, aber sie war leicht. Und sie wurde leichter und leichter, bis sie eines Tages gänzlich leer blieb. Als echtes Postküken aber ließ er sich davon nicht beirren. Täglich absolvierte er seinen Dienstflug, öffnete Briefkästen, schloss sie wieder, machte ein Schwätzchen hier und ein anderes da und surrte zum nächsten Kunden. Aber es half nichts. Der Bedarf an Postausträgern ging zurück. Für Küken wie ihn gab es keinen Platz mehr. Hätte ich doch bloß beim Picken und Kratzen besser
Aufgepasst, seufzte er, flattern ist nicht alles, besonders in diesen Zeiten. Seine kugelrunden Augen füllten sich mit Tränen, und während er über die Wiesen flatterte, befreit von der sonst so schweren Tasche an seinen Stummelflügelchen, bildeten sich kleine Wasserläufe unter ihm. »Ich bin zu nichts mehr Nutze«, schluchzte Ferdinand, während er neben einer fetten Dotterblume landete. Von ihr erhoffte er sich Trost. Die beiden waren von Kindesbeinen an befreundet. Kein Wunder, glichen sie einander doch wie ein Küken dem anderen. Die Blume neigte ihm ihr Köpfchen entgegen. »Was ist, wenn du eine Botschaft in den Himmel schreibst? Ich habe das mal gesehen. Ein riesiges Luftgefährt ist am Horizont aufgetaucht und hat Buchstaben nach sich gezogen. Irgendwas von einer Blumenschau oder so.« Ferdinand stutzte. Ob das Pflänzchen das Zeichen der Zeit erkannte? War das möglich, dass jetzt schon jede Dotterblume besser Bescheid wusste als ein in die Jahre kommendes Küken? Vielleicht hatte sie recht. Ein Transparent war leicht zu besorgen. In der Poststation lagerten jede Menge dieser Stoffdinger. Schließlich gab es erst neulich eine Demo gegen fortschreitende Abnahme von Briefnachrichten. Ferdinand stieg in den Keller und nahm sich Stoffbahn um Stoffbahn vor. Und tatsächlich, nach kurzem Stöbern stieß er auf etwas Passendes. Am nächsten Tag verschlang er hastig das Frühstücksschnäcklein, das ihm seine Mami liebevoll auf den Tisch gestellt hatte. »So früh schon unterwegs heute, Ferdi? Ich dachte, das Postgeschäft ist zurückgegangen.« »Ich muss eine Botschaft fliegen«, murmelte Ferdinand, setzte seine Kappe auf und ward nicht mehr gesehen. So schnell konnte er gar nicht flattern, um in die Zentrale zu gelangen. Er stieg in den Keller hinunter, zerrte das Spruchband ins Freie, entrollte es und hob ab. »Nanu, was sehe ich denn da?« stupste eine der Hennen ihre Kolleginnen an. »Sieh mal!« Die Köpfe der Damen aus der Legebatterie hoben sich und starrten in den Himmel. Aber sie waren nicht die einzigen, die das seltsame Fluggerät bemerkten. Allerorts reckten sich Hühnerköpfe und staunten Bauklötze über das Wunder, das sich ihren Augen offenbarte. Auch andere Tiere des Hofes wurden aufmerksam, selbst jene der benachbarten Gehöfte, Schafen, Ziege, Hasen, Schweine und auch all die Herrschaften aus den Stallungen jenseits des Dorfangers rotteten sich zusammen und starrten an diesem Tag in die Wolken hinauf. Eine ganze Arche Noah versammelte sich auf Wiesen und Wegen, mit nichts anderem beschäftigt, als ihre Köpfe wie Antennen auszufahren und in die Luft zu starren. Und was sahen sie da? Ein flauschiges Postküken flatterte durch die Luft, das dottergelbe Pelzchen vom Fahrtwind arg gezaust, segelte hoch über ihre Köpfe hinweg, ein Gestell hinter sich herziehend, woran ein langes Spruchband befestigt war, auf dem in großen roten Buchstaben geschrieben stand: »Schreibt mehr Briefe!« Hochrufe ertönten, zaghaft vorerst, später lauter, bis die Luft widerhallte vom Jubel der Tiere. Da wurden auch die Menschen aufmerksam, verbogen ihre Hälse, deuteten zum Himmel hinauf und riefen Ferdinands Namen. Und als es gegen Abend ging, war des Jubels immer noch kein Ende. Am nächsten Tag saßen alle in ihren Schreibstuben, auf den Schlafstangen, in den Nestern, Kobeln, Koppeln oder einfach im Gras und schrieben sich die Hände, Krallen, Hufe und Schweinefüße wund. So viele Briefe wie an diesem Tag wurden nie zuvor geschrieben. Und die Briefe mussten ausgeflogen werden,
gute alte Post hatte alle Hände voll zu tun. Ab diesem Moment schrieben sich Verliebte wieder Briefe. Einladungskarten wurden verschickt, Feriengrüße, Geburtsanzeigen und Glückwunschbilliers. Die Handysucht war besiegt und die alte Ordnung wiederhergestellt. Man schrieb wieder Briefe. Ferdinand, das flauschige Küken, wurde für seine Leistung zum Postoffizial befördert. In seinem jungen Alter eine hohe Auszeichnung. Mutter zog ihr hübschestes Kleid an und wohnte mit vor Stolz geschwelltem Kamm nebst Fräulein Henny und allen ehemaligen Schulkameraden der Verleihungszeremonie bei. Ferdinand wurde sogar auf einer Briefmarke abgebildet und Land auf Land ab feierte man ihn als Retter zur Rückkehr des handgeschriebenen Wortes. Das Postküken wurde weltberühmt. Das Märchen aber wäre nochmal so schön, wenn es eines Tages Wirklichkeit werden würde. Oder sind Märchen nicht ohnehin immer wahr? Bestimmt. Wenn nicht heute, dann eben morgen. Dann aber ganz gewiss.